Willkommen, wie ihr seht, ich bin auf dem Weg in den Wald, hab heute ein bisschen Spaß, erfreue mich nochmal des tollen Wetters, die nächsten Tage soll er nicht mehr so toll werden. Ja, mal gucken, ich habe mein neues Seil dabei, im Idealfall kann ich ein paar Meter klettern, und wenn nicht, war ich schön draußen in der Natur. Ciao. Ja, wenn ich ein Bäumchen finde, versuche ich mal, ob ich hochkomme. Ist ja schon ein paar Tage her. So, jetzt sind wir da, wo ich hin will. Ein kleines Stückchen Wald, ganz für mich alleine, im Idealfall. Da natürlich hier hängen so ein paar Geocacher an den Bäumen rum. Aber ich glaube mal nicht, dass das heute der Fall ist. Dann noch früh am Morgen. Ich wollte mir hier eine von den Randbuchen vornehmen. Da habe ich zwischendurch immer wieder mal die Möglichkeit, Pause zu machen. Na, ich glaube, da ist er. Ich nehme den hier. Da geht es gleich hoch. Ob ihm das hier ein bisschen bekannt vorkommt, gehe hier öfters hin. Hier hat man seine Ruhe und ist doch trotzdem relativ gut und nah an der City. Zwischendurch hört man ein paar lautere Geräusche von der Straße aus der Richtung. Aber sonst ist hier eigentlich ein wunderschönes Fleckchen Erde, wo man auch mal schön abhängen kann, wie wir so schön sagen. Erster Versuch, sehr verhalten. Das war schon mal gut. Eine erste Gabel. Oh, 10 Meter über mir. Gut getroffen. Das interessiert, ne? Black Safe, 10,5. Ganz frisch, 60 Meter. Mal ausprobieren, was da geht. Hatte ich bisher noch nicht. Immer probieren. Ich habe nichts Negatives gefunden, das ist schon mal gut. Diese Saison ist schon mal gerettet. So, müsste aber gehen. Ja, sieht dann so aus. Zieh ich jetzt mal hoch. Und da ist es schon wieder. Ne? Da drin ist mein Seil. Und da ist noch eins drin. Noch ein Seil und noch ein Wurfsäckchen. Dementsprechend immer zwei. Hört ihr? Irgendwo haben wir hier einen schönen Specht. Toll, ich liebe die Natur, Leute. Ich habe mir jetzt hier so einen krumpeligen alten Stock besorgt, wo ich euch jetzt mit der Kamera dran aufgehängt habe. Ich hoffe mal nicht, dass der gleich umfällt, wenn ich beim nächsten Windstoß. Oh. Na, wie ihr seht. Neue Saison, neue Karabiner, habe ich mir mal gegönnt. Okun Osprey, 25 kN. Das soll reichen. So, wie ihr seht, ich benutze ein Hebeband. Nicht so das Optimum. Ja, irgendwo mal reibt. Und es sollte so ein Verschlusssystem aufgehen, dann habt ihr auf der anderen Seite noch ein Verschlusssystem, was einwandfrei funktioniert. Deshalb immer zwei Karabiner gegenläufig.
Ich finde es wichtig. Und meine Sicherheit ist mir wichtig. Natürlich, ne, immer zum Beginn der Saison gucke ich mir jedes Bauteil meiner Ausrüstung an. Ne? Ich wollte mir eigentlich noch einen neuen ID zulegen, aber meine Verschleißerscheinungen sind noch nicht so schlimm, dass ich das für zwingend notwendig gehalten habe. Ne? Hier läuft noch alles einwandfrei. Muss ich nochmal sauber machen, sehe ich gerade. Aber sonst sieht das alles von den Maßen her ganz gut aus. Ganz wichtig war mir auch hier, ne? Rock Exotica Pirate, ne? Finde ich ziemlich genial, Orca-Verschluss. Aber ganz wichtig ist, was ich immer wichtig finde, ist, dass hier drin kein Verschleiß stattfindet, ne? Genauso wie dann hier unten auf der anderen Seite. So, ein bisschen Farbe ist weg, aber es ist noch keine Mulde zu fühlen, von daher finde ich die noch ziemlich safe. Den kann man schon mal ans Seil montieren, ne? Ja, ich bin heute alleine, dementsprechend werde ich heute dazu übergehen, meine Kusi zu benutzen. Die werde ich dann direkt, ups, jetzt muss ich mal gucken, wo rum ist richtig rum. Die mir direkt an die richtige Seite befestigen. Nicht so stört. Der Chef im Ring ist nach wie vor der ID. Ne? Ihr werdet gleich feststellen, höchstwahrscheinlich, wenn ich oben abbaue, muss ich die Handschuhe ausziehen. Oh. Handschuh fällt auseinander. Haben auch schon eine Saison hinter sich. So. Muss ich euch mal ausmachen. Bin ich ein bisschen außer Atem. Nicht ganz optimal, muss ich gleich noch mal einwerfen, dann aber ein Stück höher, aber wir sind zum Üben hier, nicht zum Spaß haben. Ach, natürlich macht das Spaß, guckt euch das an. Genießen ist absolut mit auf der Agenda. Wenn man so einen Krempel macht, da muss man auch mal gucken, dass man da Spaß dran hat. Und wie ihr seht, wie immer falsch, ne? ID offen gelassen. Ich sitze relativ bequem auf dem dicken Ast. Aber wenn jetzt gleich nochmal zwei Etagen höher. Zwei Etagen höher und dann hier innen runtersteigen, dass ich mich hier ein bisschen auf dem Ast rumflezen kann. Mache ich da erstmal Pause. Tja, jetzt ist ein bisschen chillen angesagt, bevor es wieder runter geht. Genieße ich ein bisschen in die Höhe. Hab mir hier inzwischen den Kusi festgemacht, zusätzlich zu meiner Sicherung. Ne? Dran, also kann hier oben nichts passieren. Mehrfach gesichert. Ja, kann ich ein bisschen hier die Zeit genießen. Ihr seht, es ist wunderbares Wetter.
Wir sind ja auch immer noch quasi am Rande des Ruhrgebietes und da ist ja immer irgendwas auf der Autobahn los. Witwenmacher hängen da. Auch am Nachbarbaum hängt auch so ein Witwenmacher. Na, guck mal da. Tja, ihr seht, kurz mal ein bisschen klettern, ein bisschen die Seele baumeln lassen am Baum. Und jetzt geht es schon wieder zurück in die Zivilisation, zurück in die Corona-Quarantäne. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, auf Wiedersehen.